Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wir sind heute ein bisschen länger liegen geblieben, aber gestern ein langes Fest. Ich war schon 6.20 Uhr, als wir jetzt aufgestiegen sind. Und, oh damn. Ich wollte nicht auf den König der Soßen klicken. Die Folge kennen wir, gebackener Fisch, bestes Gericht. Aber gelernt, glaube ich zumindest. Also hatten wir aber auch schon gelernt. Ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel. Eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Okay, die sind neutral, das ist schon mal gut. Es regnet, das heißt, wir müssen auch nicht gießen. Aber wir brauchen neue Amaranthsamen, fällt mir da auf. Und hier können wir ein bisschen was ernten. Nehmen wir natürlich mit, hauen ein bisschen mit dem Hammer drauf. So. Nehmen wir. Und hier unsere Batterie vom Blitzableiter nehmen wir auch mal mit. Ja, trockene Sonnenblumen. Das, was wir haben wollten. Batterie. Und sonst haben wir nur die extrem geilen Sachen dabei. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz zu den Hühnern. Hallo Mädels und Jungs, die Eier legen können. Blub, blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Kinana. Kinana, schieb mal ab. Ey, guck mal, ich will hier. Nein, ich möchte nicht mit dir kommunizieren. Oh, ich habe jedes Mal, wenn ich sie angeklickt habe, scheinbar was bekommen. Never mind, then. So. Das tun wir dann wieder zurück. Das brauchen wir ja nicht. Platz da, Hühnchen. Geh beiseite. So, und ich würde sagen, wir beauftragen jetzt als allererstes, bevor wir in die Höhle gehen, weil Regenwetter, würde ich sagen, beauftragen wir unsere Dings. Unser vergrößertes Haus. Und wir haben eine coole Vogelscheuche. Und das können wir erstmal ablagen. Die beiden werden zur Mayonnaise verarbeitet, nicht verabreicht. Das wird ja gar keinen Sinn ergeben. Und ich habe natürlich den coolen Hut auf, weil es war höchste Zeit für einen coolen Hut. Ich weiß, ihr seht das auch so. Es ist manchmal einfach die Zeit gekommen, wo man auch mal einen coolen Hut aufziehen muss. Das silberne Amaranth verkaufen wir jetzt mal. Die können wir auch verkaufen. Die Spicy Berries vielleicht. Ich weiß nicht. Dann sagen wir, wir verkaufen auch ein paar der Brombeeren. Wir haben einfach übertrieben viele davon. 100 Stück verkaufen wir. Mal gucken, ob es dafür Geld gibt. Oder ob das Spiel sagt, ey, die findest du kostenlos an irgendwelchen Büschen. Dafür gibt es kein Geld. Das Problem ist, wir haben kein Geld, um uns Amaranth zu kaufen, wenn wir nicht jetzt sagen, wir verkaufen irgendwas. Also wenn wir gleich, also wir haben kein Geld, 10.000, wenn wir parallel auch unsere Dings machen wollen, unsere Küche. Würde ich sagen, wir gehen erst ein bisschen Sound machen. Wir gehen erst nochmal 40 Amaranth holen, in der Hoffnung, dass wir morgen genug Geld zusammen haben. Dass wir dann für die 10.000 uns was Schönes gönnen können. Und wir sollten unsere Fässer hier hinten natürlich auch noch mit etwas bestücken. Goldenes Amaranth. Nee, ich will hier normale Früchte. Eigentlich. Komm hier. Andersrum. Zwei Weintrauben. Immer gut. Blub. Und blub. Und dann gehen wir mal Richtung Höhle. Gut. Gut, wir gehen erst Amaranth holen, dann gehen wir das Amaranth einpflanzen und dann gehen wir in die Höhle. Es sollte vom Tagesgeschäft eigentlich noch reichen und ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt erstmal Amaranth holen und dann morgen gucken, ob wir das Geld für die Höhle haben. Was ganz interessant ist, die Lilly fängt an zu graben, wenn ich anfange aufzunehmen. Mani hat morgen Geburtstag. Ja. Schleimwerk zum Erlegen von 4 roten Schleim in den tiefen Lavahöhlen der örtlichen Mine. Ja, nehmen wir an. Das ist doch genau unsere Quest. Und Mittwoch ist Ruhetag. Ja gut, dann können wir uns gar keinen Amaranth holen. Denn wir hätten bereits Montag Amaranth kaufen müssen, damit wir heute wieder was anpflanzen können. Weil gestern, als wir geerntet haben, ging es ja nicht. Ich meine, wir haben gestern auch geerntet. Weil da war ja das Fest, am Fest war der Laden zu. Sobald wir in die Stadt sind, waren wir ja auf dem Fest und haben Party gemacht. Das ist natürlich dann ein bisschen kritisch. Hallo. Hallöchen. Ausverbessern. Ja.
Dann holen wir kurz das Holz und dann gehen wir in die Höhle. Ich meine, wir haben 54 Holz schon gesammelt. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Ja. Da bin ich mir echt nicht so sicher. Erstmal einen Schluck Kaffee da drauf. Aber ich muss sagen, ich mag unseren neuen Helm. Der ist einfach was ganz Besonderes. Hasso freut sich auch über den Helm. Guck mal hier. Oh, was ist das? Ein Pfirsich. Und zwei Kirchen und ganz viele rote Augen. Da gehen wir mal lieber wieder zurück. Wir wollen ja keinen Stress anfangen mit irgendwelchen komischen Viechern. So. Was wollte ich holen? Holz wollte ich holen. Ist hier Holz drin? Nein. Ist hier Holz drin? Nein. Nur 131 Schmetterlingflügel. Hier ist auch kein Holz drin. Hier ist auch kein Holz drin. Okay. Und hier ist. Ja, bin ich jetzt blöd. Habe ich es irgendwo nicht gesehen oder ist es drin in der Truhe? Habe ich schon mal erwähnt, dass wir hier Ordnung schaffen sollten? Gut, hier ist definitiv kein Holz. Gut. Hier ist das Holz. Ah! Hab gerade schon gedacht, wir hätten gar kein Holz mehr und hätten es, keine Ahnung, was wir damit gemacht haben könnten. Aber wir haben noch Holz. Das ist sehr gut. Weil damit kriegen wir eine Küche. Oh yeah. Und morgen haben wir eh wieder Kohle. Können wir auch mal Rand kaufen. Ich denke mal 100 Brombeeren und zwei Gelee werden ein bisschen Money bringen, damit wir uns da ein bisschen was kaufen können. Wenn nicht, wäre das echt, ja, schade, weil 100 Brombeeren, ja. Das ist ganze eine Stunde Pflückarbeit im echten Leben. Hallöchen. Ich möchte mein Haus verbessern. 3 Tagen. Okay. Gut, wir haben jetzt noch 5 Gold. Ist doch einfach Gold, oder? Warte mal, was haben wir hier? Erlege Monster. Geh. Kann auch Geld sein. Vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es aber auch Gold. Oder es ist goldenes Geld. Und wir müssen in die Lavatiefen zu den Ungeheuern. Ungeheuer. Level 80, let's go. Hoffentlich finden wir Magma-Slimes und überleben es. Ah, jetzt haben wir wieder gute 4 Holz gesammelt. Wir hatten ja. Da ist einer, das ist gut. Haha! 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 Oh, der macht mir 11 Schaden. Okay, ja, der hat ein bisschen was gekostet an Damage. Aber ist in Ordnung, ja. Kann ja mal ankommen, so ein Lava-Slime. Und dann geben wir dem schon mal. Und nehmen wir das Gold mit. Wenn wir eh hier unten sind. Ein Golderz, okay. Man merkt, dass wir heute nicht einen Glückstag haben. Aber besser als nichts. Oh, die Leiter nach unten. Da ist noch ein Goldschatz. Oh, das ist eine gute Position. Hier kann er uns nicht erwischen. Oh yeah. Oh, jetzt hat er uns erwischt. Das ist natürlich nicht. Au, wenn er springt, macht er richtig Schaden. Aha, er hat auch eine Leiter fallen lassen. Ohne Fledermaus. Fledermaus Beef. Fledermaus Beef. Komm schon, komm schon, komm schon. Bam. Oh. Okay, ich bin mit den Fledermäusen nicht so gut wie mit den. Okay. Das war mehr knapp, als mir lieb wäre, muss ich gestehen. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz wieder hoch. Wir verlassen mal ganz kurz die Mine und gehen in die Therme und erholen uns so ein bisschen, weil noch ein Schlag, wir wären tot. Das wäre unpraktisch. Wir wollen nicht sterben. Sterben ist teuer. Wird uns wieder irgendein Item geklaut. Und ich habe ja schon die Angst, dass uns unser Hammer geklaut wird oder unsere Kupferspitzhacke oder. Und das fände ich nicht so praktisch. Das fände ich nicht so praktisch, ja? So. Ja. Kurz um die Ecke und abgebogen und runter den Hut. Und wir haben den Hut abgezogen. Da fühle ich mich auf einmal ganz nackig. So. Und ab in die Therme, die regeneriert, glaube ich, auch Leben. Ja, tut sie. Tut sie auch extrem schnell gefühlt. Ist gar nicht schlimm, wenn man so Wunden hat, offene Wunden, gebrochene Beine, abgerissene Beine. Einfach kurz ins heiße Wasser hier, ganz entspannt. Dann wird es wieder warm. Und man fühlt sich einfach wohl. Das Gute ist, ja. Wir brauchen auch keine Angst haben. Wir können unser Portemonnaie einfach hier im Schrank lassen. Wir haben ja nur 5 Geld drin.
Und ja, da kann uns ja gar nichts passieren. Da kann uns gar nichts passieren. Gut, wir haben zwei Slimes kaputt gemacht. Da würde ich sagen, da geht noch mehr. Vielleicht müssen wir mal rausfinden, wie man effektiv gegen die kämpfen können. Was gibt's, Linus? Kenne dich nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Tut mir leid. Okay. Linus möchte nicht mit uns reden. Yay! Übrigens, morgen hat ja Mani Geburtstag und ja, wir könnten ihr einen Diamanten schenken. Das ist Girls Best Friend. Manis bester Friend. Oder was auf Stufe 2 von dem Ganzen ist, keinen Diamanten, sondern einen Quarz. Und ich glaube, sie wird einfach nur, in Anführungsstrichen, einen Quarz bekommen. Weil, ich weiß nicht. Der Diamant ist einfach nicht für Mani bestimmt. Boah, er ist aggressiv geworden. Wir müssen hier den Hammer spammen. Bam. Okay. Jetzt holen wir uns das Gold hier natürlich noch. Wenn wir eh sind. Eh da sind. Wenn wir eh sind, dann holen wir uns das Gold. Ja, klar. Ja, weil, weiß nicht. Ich glaube zu Level, ihr Dings, ne? 85. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, kommen wir nicht hin, wenn wir fighten. Oh, ein Feuerquarz. Den wollte ich einfach mitnehmen, nicht hauen. Aber gut, einfach mal draufgehauen. Ist manchmal ein bisschen brachial, das Kerlchen hier. Wir scheinen keine bösen Mächte am Werk zu sein. Das ist schon mal gut. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch zum Level Dings hier, ne? 85. Und wir müssen früher oder später natürlich unsere anderen Werkzeuge auch noch upgraden. Auf Kupfer. Weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass ein Werkzeug aus Kupfer so gut ist. Kupfer ist nicht so stabil. Aber danach, ich glaube, ist Eisen als Upgrade. Die sollte man definitiv dann machen. Oh, hier hinten ist so ein. Okay, was ist das für eine? Wow, wow, wow! Suchraketen! Ja, das. Au! Der sieht mich jetzt! What the fuck? Nein, 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 nein! Er hat mich, ich weiß nicht, was er hat. Ich muss den da erst platt machen, bevor ich irgendwas anderes platt machen kann, weil der springt mir sonst in den Rücken. Der macht auch keinen schlechten Schaden. Oh, ein bisschen Schattenessenz. Müssen wir irgendwie an dem Euer hier vorbeikommen? Oh, da kommt eine Fledermaus. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Eigentlich kann eine Fledermaus. Okay. Wir haben sie verfehlt und sind so gut wie tot. Die Fledermaus gibt uns halt richtig dreckig. Okay. Wir sind jetzt auf Level 83. Ich würde das Gold gern mitnehmen und vor allem würde ich den. Okay, vergiss es das. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Wir gehen einfach direkt wieder raus. Direkt wieder raus. Mine verlassen. Ist mir zu gefährlich. Es ist hier High Risk irgendwas. Wir haben schon. Ah, wir sollten nur vier erledigen. Ja gut. Dann reden wir mit dem Bürgermeister. Wir haben die Stadt vor den bösen Lavaschleim befreit, ist natürlich gar kein Problem gewesen für uns. Wir als großer Rächer und muskulöser Bauer, wir hauen halt einfach mal zu, ist ja gar kein Problem mit dem Hammer in die schleimige Masse. Und ja, gar kein Problem, überhaupt nicht. Also habt ihr auch mitbekommen, wir sind nicht fast gestorben oder so, nö. Das, ja, muss ja keiner wissen. Muss ja keiner wissen, ne? Ihr wisst auch von nichts. Die Frage ist, ist der Bürgermeister schon am Saufen oder ist er noch daheim? Und der Bürgermeister ist noch nicht am Saufen. Stimmt's? Lea? Es ist so angenehm, am Fluss zu leben. Dachte ich mir doch. Aber wo ist der Bürgermeister? Bürgermeister? Hallo? Guten Abend. Ah, Yogi, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Diese Schleime können in Gruppen ziemlich gefährlich sein. Nee, ach was. Es sollte dank deinem Bemühen jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Ja, nice. Kriegen wir hier erstmal
ein bisschen Belohnung. Und ja, ich weiß nicht, was wir brauchen, um uns ein bisschen besser zu wappnen und weniger Schaden zu bekommen oder mehr Schaden zu machen. Oder ob wir einfach intelligenter kämpfen müssen, weil, ja, so ab Level 80, die Viecher sind nicht ohne. Und ich glaube, so einen kleinen Helmträger, die bringen uns einfach um. Und lass da mal mehrere kommen. Also ich meine, die oberen Level sind ja mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Wenn da mehrere sind, who cares? Die kriegen einfach aufs Maul und fertig aus. Aber, erstmal ein Sound. Aber die ganzen kleinen, die sind halt schon kritisch. Habe ich noch Eier? Ah, damn, ich habe erst zwei davon. Erst neun davon. Wenn ich noch Eier hätte, ich habe definitiv noch Eier, das weiß ich. Ich muss nur gucken, wo. Aber dann können wir die Marmelade, die Mayonnaise noch nachfüllen, bevor wir ins Bett gehen. So, Leute, ich habe doch hier heute Morgen Eier geholt. Das kann doch nicht sein, dass hier keine Eier mehr sind. Sind die drin oder was? Hallo Hund. Hier ist ein Ei und eine Süßkartoffel. Wo wir gerade bei... Nein. Ich erzähle jetzt nichts darüber, wie sehr ich Süßkartoffeln nicht mag. Ich glaube, das habe ich schon zu Genüge getan. So, und dann kommt das Ei nach oben. Und das Ei nach oben. Und dann tun wir das mal hier rein. Und nicht den Donut, sondern das da rein. Und die Mayo, die verdicken wir direkt. Because why not? We need to make money. Oh, das sind zwei goldene Mayonnaise. Nice. Die werden verkauft. Und ab ins Bettchen. Gute Nacht. Oh, Schläfchen. Oh ja, Tag, Herbst. Oh ja. Bam, 5000 am Rand. 2000 vom. Ah, die gelten als Sammelware, die Brombeeren. 22 pro Brombeere. Was kriegen wir pro Amaranth? 25. Ordentlich. Ordentlich. Tag 18 im Herbst. It's your birthday. Hey girl, it's your birthday. Hermani hat Geburtstag. Und die baut hier unsere Hausgröße. Also im Endeffekt steht sie nur am Rand und guckt ein bisschen, was da passiert. Hallo Hühners, was geht ab? Bock, 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 bock. Okay, wir haben Ei essen? Nein, wir essen jetzt kein rohes Ei. Okay, diesmal habe ich noch nichts bekommen. Bin ich ja beruhigt. Okay, jetzt habe ich viel Heu. Sehr gut. Kriegen die kleinen Hühnchen auch was zu fressen? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. So, Mädels, ihr habt was zu essen. Ist das nicht die Hauptsache? Und wir kriegen schon von dreien von den Hühnern kriegen wir große Eier. Das ist nice. Das hat was. Ich muss natürlich mal auch mal gucken, was denn mein Glück heute sagt. Nicht, dass ich das große Ei essen will. Nein, den Harz möchte ich auch nicht essen. Okay, ich war schon die richtige Taste. 9. So. Wahrsager, ho, ich sehe ein Glitzer und bla bla bla. Ich habe das Wissens aus der Zukunft. Ist klar. Die Geister sind sehr glücklich. Das heißt, wir sollten heute definitiv auch in die Höhle gehen. Ich sollte aufhören, immer zu verstellen. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitz die Ohren. Der Winter ist schon fast da. Lege einen Vorrat Heu für die Tiere im Winter an. Da das Gras in der Jahreszeit verschwindet, jede Seele kann bis zu 240 Stück Heu lagern. Also rechne aus, wie viel du bauen solltest. 4 Hühner, 28 Tage, ein Silo reicht. Gut, wir müssen hier aber eine Runde auch gießen. Während Robin effektiv unser Haus zerstören will, glaube ich. Merkt es, ich habe sowas im Gefühl. Wir können hier auch nichts ablegen. Also ein bisschen was schon. Einfach mal so, genau. Schön, alles rein da, was reingeht. Was nicht reingeht, geht nicht rein. Gar kein Problem. Pfirsich. Pfirsich sieht eher aus wie so ein pink glasierter Donut, würde ich sagen. Weil. Wer bin ich, um das zu beurteilen, ja? Ich bin ja nur ein einfacher Bauer, der keine Donuts kennt. Noch nicht. Wir kriegen ja jetzt gerade unsere Dings. Unsere Küche. Vielleicht können wir dann auch Donuts machen, die nicht aussehen wie Pfirsiche. Aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon?
Aber jetzt gießen wir erstmal ganz entspannt unser Land. Dann müssen wir Samen kaufen, die müssen wir einpflanzen und dann nerven wir Mani mit einem Geschenk und dann gehen wir noch in die Höhle. Es wird ein langer Tag heute, glaube ich. Ich hoffe, wir kriegen alles hin. Und das Gute ist, das Gießen verbraucht nicht mehr so viel Energie für uns. Ah, das ist schon mal ganz praktisch. Ich höre da irgendeinen Huhn schon wieder rumgackern. Diese gackernden Hühner. Und ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Das heißt, ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns natürlich auch abonnieren. Ja, bei Fragen, Wünschen, Anregungen, alles in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns in 2 Tagen. 12 Uhr gibt es die nächste Folge Stardew Valley. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Haut rein und bye bye.